Ausbruch oder Einbruch? Das ist heute die Frage, meine Damen und Herren. Und es geht um eine magische Marke. Und zwar beim Leitindex der Welt, dem S&P 500, der ja viel wichtiger ist als der Dow Jones, der preisgewichtet ist. Eine Aktie, die 200 Dollar kostet, ist doppelt so stark gewichtet wie 100 Dollar. Das macht letztendlich keinen Sinn. Das ist ein Konstrukt der Vergangenheit. Der Dow Jones jedenfalls gestern mit einem neuen Allzeithoch. Nicht aber der Leitindex S&P 500, der so ungleich wichtiger ist. Und diese magische Marke, die wollen wir uns mal anschauen. Da sind wir in den letzten Tagen, Wochen immer wieder dran gelaufen, ein bisschen drüber gelaufen, dann wieder drunter gelaufen. Das war also sozusagen wie so eine Anziehung, eine Erdanziehung, eine Schwerkraft, die letztendlich die Märkte immer wieder dahin führt. Heute Morgen sind wir mit Hilfe der asiatischen Aktienmärkte mal drüber gekommen und es geht jetzt um relativ viel. Das will ich Ihnen in dieser Grafik mal zeigen von Michael Silver, der das mal aufgezeigt hat. Wir sehen hier eine potenzielle Schulterformation, die aber negiert würde, außer Kraft gesetzt würde, wenn eben ein nachhaltiger Anstieg über die 3900er Marke gelänge. Dann wäre durchaus Luft bis zu 4000, vielleicht sogar etwas mehr. Wir haben ja gestern Abend die Verabschiedung des Stimuluspaketes gesehen. Das hatte sich angekündigt, das ist keine Überraschung, aber kommt jetzt sozusagen nochmal ein neues Allzeithoch, auch beim Leitindex S&P 500, werden die Aktien nochmal teurer, bevor die Amerikaner dann ihre Stimulus-Schecks erhalten und dann zu höheren Kursen kaufen dürfen? Das ist die Frage. Jedenfalls ist es charttechnisch in kurzer Perspektive erstmal sehr wichtig und wir sehen diesen großen Unterschied zwischen unten dem S&P 500, der jetzt über diesen kurzfristigen Abwärtstrend rausgebrochen ist, ein positives Zeichen, während der Nasdaq hier als Triple Q ETF letztendlich in einer charttechnisch noch sehr unschönen Formation ist, eben seine Schulter-Kopf-Schulter-Formation noch lange nicht in irgendeiner Form außer Kraft gesetzt hat. Da ist also eine deutlich schlechtere Verfassung der Fall, obwohl wir eine Monster-Rally gesehen hatten am Montag mit 4% beim Nasdaq. Aber gestern ist das schon wieder genau andersrum gewesen. Gestern hatten wir das dominierende Motiv. Und ich gehe davon aus, dass es weiter auch dominierend sein wird zunächst mal. Das nehme ich diese sogenannten Value Aktien und dementsprechend auch die Value-Indizes besser performen. Wir sehen hier den Dow Jones gestern 1,46%. Im Plus mit neuen Allzeithochs, der S&P 500 0,6%, der Russell 2000 viel Value in Anführungszeichen 1,84%. Hier war GameStop, by the way, kurzfristig die marktschwerste Aktie in diesem Index, aber der Nasdaq eben mit einem leichten Minus, also der hat die Rallye nicht mitgemacht, vielleicht auch verständlich, wenn man sieht, dass da am Montag 4% obendrauf gekommen sind, aber es zeigt eben doch, dass wir hier einen Regime Change haben, eine Änderung der Situation zwischen 2021 und 2020. Am Montag haben wir nochmal 2020 gespielt, gestern war es wieder eher 2021. Das sieht man auch, wenn wir uns mal die verschiedenen Sektoren angucken. Energy wieder der stärkste Sektor. Das ist ja sozusagen der Reflationstrade schlechthin, während eben Information Technology negativ war. Der einzige Sektor, der gestern negativ war. Also wir sehen, da ist diese Laune auf Tech doch relativ schnell wieder vorbei gewesen, ohne dass es jetzt da dramatisch eingebrochen wäre. Aber man hat wieder Value gekauft und Growth eher gemieden. Und wir sehen das in den Kapitalflüssen. Wenn Sie sich das mal anschauen, Growth ETFs blau hier und Value schwarz, dann sehen wir in letzter Zeit gibt es ganz, ganz klare Tendenzen, dass das Geld in Value geht, weil man sich sagt, da ist viel Nachholpotenzial, die sind viel günstiger, die können viel mehr jetzt profitieren von dieser Öffnung, wenn sie denn vollständig kommen sollte, der Wirtschaft. Und da sind ja viele Werte sehr stark verprügelt worden, während die Tech-Aktien eben in der Corona-Krise super performt haben. Das alles scheint sich jetzt irgendwie umzukehren. Und diese ganze Geschichte, die ist auch getrieben natürlich durch einen Short-Squeeze. Wir haben jetzt gesehen, dass Hedgefonds kürzlich sehr, sehr stark short gegangen sind. Wir sehen hier unten in dieser Grafik, sehen wir, dass das Short-Volumen relativ hoch gewesen ist und wir sehen oben die Most Shorted Stocks, da ist es seit einigen Tagen
Wieder ein Shorts-Quiz im Gange. Das gilt auch, by the way, für GameStop. Diese Aktie, die gestern wieder Unglaubliches gemacht hat. Erstmal auf $340 gestiegen, dann auf $180 gefallen, um und bei und dann wieder zu steigen. Teilweise mehrfach vom Handel ausgesetzt. Das ist also diese Meme-Aktie, die jetzt viele Leute interessiert. Mein Schwager, der sonst nichts mit Finanzmärkten zu tun hat, will jetzt auch GameStop kaufen, will Kryptos kaufen, ist so ein Techie, also durchaus eigentlich affin, was Kryptowährungen vielleicht betrifft, aber hat eigentlich von Finanzmärkten null Ahnung, hat ihn nie interessiert und jetzt sagt er, meine Freunde, die haben da alle schon sich investiert, haben da Geld gemacht, haben da Gewinne gemacht, das will er jetzt auch machen, wo ich mir denke, so uiuiuiui, jetzt kommt sozusagen, kommen Leute in den Markt, die eigentlich nichts damit zu tun hatten, die null Erfahrung haben und die natürlich jetzt in Gefahr sind, hier durchaus auch auf die Mütze zu kriegen, nicht nur Gewinne zu machen. Jedenfalls sehen wir hier, dass es durchaus möglich ist, dass GameStop jetzt bis nächste Woche, nämlich bis nächsten Freitag, nochmal richtig nach oben zieht. Dafür gibt es einen einzigen Grund, es gibt unglaublich viele Naked Calls auf GameStop, auf diese Aktie. Also Optionen, die sozusagen nicht gedeckt sind durch den physischen Besitz der Aktie. Die Market Maker können ja eigentlich unendlich viele Optionen verkaufen und es gibt viel, viel mehr Optionen etc., als eben es Aktien von GameStop gibt. Es gibt ungefähr 70 Millionen Aktien von GameStop. Davon hat alleine GameStop 20 bis 25 Millionen in den eigenen Büchern. Das heißt, wir haben frei verfügbar nur 50 Millionen Aktien. Und jetzt hat sich auf Wall Street Bets und anderen Foren eben der Schwarm wieder organisiert, will sozusagen mit solchen Naked Calls die Preise nach oben treiben. Und das kann für diejenigen, die nach wie vor short stehen, kann das bedeuten, es wird Schwierigkeiten geben, die Aktie zu bekommen, das kann den Preis nach oben treiben. Das dürfte allerdings dann nach dem kleinen oder nach dem Verfall am nächsten Freitag schwieriger werden. Also wer da unbedingt zocken möchte und Risiken eingehen möchte mit GameStop, der kann das tun. Es gibt in Deutschland, habe ich gesehen, keine Optionsscheine, keine Knockout-Zertifikate, gar nichts. Das muss man also irgendwie anders machen oder die Aktie physisch kaufen, aber das ist dann kapitalintensiv. Und was dazu passt, ist, es gibt ein neues ETF, das nennt sich FOMO, Fear of Missing Out. Und da sind so die ganzen Geschichten drin, die so wunderbar modern und toll sind, wie die SPACs, diese Börsenmäntel-Derivative, also Derivate, Vola-Produkte, Leveraged and Inverse Funds, also alles, was sozusagen FOMO, Fear of Missing Out, all das, was die Leute eben fürchten zu verpassen, das ist hier gebündelt. Tesla ist bestimmt auch dabei, würde ich mir vorstellen. Hier sehen wir unten einen Chart vom Goldman Sachs US Retail Favorites Basket. Also da sind die Dinge drin, die von den Privatinvestoren am meisten geschätzt werden. Hat sich ja deutlich besser entwickelt und wir sehen, da gibt es schon durchaus einen Zusammenhang zwischen den Stimulus-Schecks. Der erste ja im März $1200 oder März, April 2020 $1200, dann kamen nochmal $600. Ende letzten Jahres, jetzt kommen nochmal $1200, also dieser Basket könnte nochmal interessant werden, jetzt mit diesen frei werdenden Stimulusgeldern, aber das ist Zockerei, das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun, aber warum auch nicht? Gestern hatten wir ja dieses Thema Auktion 10-jährige US-Staatsanleihe, die war so, naja, mittel, könnte man sagen, vor allem die Ausländer mit relativ wenig Interesse, gleichwohl. Wir haben jetzt keine Katastrophe gesehen, wie einst bei der Auktion der 7-jährigen US-Staatsanleihe. Daraufhin die Renditen ein bisschen gefallen, nicht dramatisch, und das hat die Aktienmärkte so ein bisschen unterstützt gestern. Gleichwohl sehen wir, dass hier diese ganze Zinsgeschichte möglicherweise noch nicht vorbei ist, also praktisch der Anstieg der Renditen noch nicht vorbei ist. Wir sehen zum Beispiel, dass vor allem jetzt aus Junkbond-ETFs Gelder abgezogen werden, weil man sich sagt, naja, das ist nicht so gut, vielleicht Inflation. Da sind die Junkbond-Renditen sind ja in den letzten Jahren gefallen, aber diese Firmen, die sind Hochrisikofirmen, die hier solche Junkbonds emittieren, dementsprechend geht man gewisse Risiken ein und ist nicht bereit, dann diese magere Rendite noch sich auffressen zu lassen durch einen möglichen Anstieg der Inflation respektive anderer Renditen, also der Kapitalmarktzinsen. Ein Favorite von mir ist Bitcoin gegen Tesla. Wie viel Bitcoins muss man haben, um 100 Tesla-Aktien zu kaufen? Und wir sehen,
Dieser Chart sieht nicht bullisch aus, sieht also nicht bullisch für Tesla aus, eher bullisch für Bitcoin. Da könnte sozusagen noch was weiter nach unten gehen, bevor wir da auf eine Unterstützung treffen. Bitcoin hat ja, glaube ich, gestern kurzfristig ein Allzeithoch erreicht, ist jetzt aber wieder so im Bereich von 54.000, 55.000. Tesla versucht sich an der 700er Marke, also hier diese zwei Meme-Assets, könnte man sagen, in Konkurrenz. Gestern hatten wir ja die Situation, und das war auch Teil meines Marktgeflüsters oder Thema meines Marktgeflüsters, mit diesem Stimulus 1,9 Billionen sind die verabschiedet worden, 150 Milliarden könnten in die Aktienmärkte davon fließen, so Berechnungen. Das ist die Frage, was das bewirkt. Das geht wahrscheinlich in solche Meme-Stocks wie GameStop oder irgendwelche Penny-Stocks, keine Ahnung, wird wahrscheinlich nicht den großen, den breiten Markt beeinflussen, durchaus einzelne Aktien, aber wahrscheinlich nicht den breiten Markt. Da wird man dann gehebelt agieren, also da werden noch turbulente Zeiten auf uns zukommen, vor allem jetzt eben in Richtung des Verfalls am Freitag in einer Woche. Das wird ein Riesending, und die Frage ist eben jetzt, was passiert mit diesen Renditen, mit diesem Reflationstrade, wird das so weitergehen, ja oder nein? Jetzt sagt die Bank of America, ja, es wird weitergehen, schaut euch mal die Volatilität an, die ist nach wie vor sehr, sehr hoch, auch wenn wir jetzt ein bisschen Beruhigung reinbekommen haben in den letzten zwei Tagen, aber es ist schlichtweg so, dass die Perspektiven für weiter steigende Renditen sind zwingend, eben schon aufgrund des erwarteten starken Wirtschaftswachstums. Wir könnten dann jetzt im April über 1 Million neue geschaffene Stellen haben. Wir hatten ja jetzt schon diese starken Zahlen aus dem März gehabt, was den Arbeitsmarkt betrifft. Und das dürfte sich erstmal fortsetzen. Dementsprechend werden die Renditen dem folgen müssen. Wenn eine Wirtschaft 5, 6, 7, 8% wächst, je nachdem, wie man es einschätzt, dann kann ich nicht mit einer Rendite von 1, ein paar zerquetschten leben. Jetzt kommt auch BlackRock und sagt, ja, da sehen wir Inflation voraus, das wird vor allem dann die nächsten Monate sehr, sehr stark sein, und die Fed sieht sich dann möglicherweise doch gezwungen, etwas zu tun, weil die Stabilität der Finanzmärkte nicht mehr wirklich gewährleistet sei, auch wenn BlackRock davon ausgeht, dass sich das dann alles wieder so ein bisschen normalisiert mit der Inflation, also da relativ nah bei der Fed ist. Man sagt, im dritten Quartal könnte das schon wieder geringer werden, aber wir könnten durchaus extreme Inflationszahlen sehen. Hier wollte ich vielleicht das noch zeigen mit Öl. Das könnte ein wichtiger Faktor sein, denn Öl hat sich fast verdreifacht im Vergleich zu 2020 auf dem Tiefpunkt Corona-Krise, und das könnte zu einer 14% Headline-Inflation im April führen, und das wäre natürlich der absolute Hammer. Jetzt sind natürlich steigende Renditen, steigende Kapitalmarktzinsen nicht gut für die Schuldensituation eines Staates. Also finden sich jetzt interessante Ökonomen und findige Wissenschaftler, die sagen, oh, das mit dieser Schuldengeschichte, das ist ja gar nicht so schlimm. Wichtig ist ja, so sagt es auch Goldman Sachs, ja, wie groß ist denn der Anteil der Zinszahlungen für die Schulden? Das sei doch die entscheidende Maßgröße. So sagt es Goldman Sachs, so sagen es andere. Die versuchen also sozusagen diese immense Verschuldung, die sich hier auftürmt, ein bisschen zu relativieren und sagen, ja, es ist, solange wir da nicht hohe Zinsen drauf zahlen und sozusagen die Zinszahlungen richtig groß sind, ist es doch kein Problem. Dass möglicherweise Schulden auch irgendwann zurückgezahlt werden müssen, wird hier verschwiegen. Dass man letztendlich eine Reise nach Jerusalem spielt, wo man letztendlich die Zahlungsverpflichtungen in die immer weitere Zukunft verschiebt, aber irgendwann vielleicht der Zeitpunkt kommt, wo die Leute jetzt ihr Geld wollen. Das ist sozusagen das Problem an dieser ganzen Geschichte. Und wir haben ja gesehen, abschließend hier, dass in China durchaus ein Sack Reis umgefallen ist. Da gab es zuletzt ja deutliche Verluste, 15% sind durchschnittlich die Aktienmärkte dort gefallen. Hier, wie ich finde, eine sehr schöne Karikatur. Da stolpert ein Bär, ein Panda-Bär. China stolpert über ein Auto. Wall Street, oh, looks like a beer market. Und die Wall Street wird davon sozusagen zerquetscht. Geradezu unten sehen wir den Vergleich zwischen dem Shanghai Composite und dem MSCI World Index. Deutlich schwächer ist das, ein Warnzeichen übergeordnet für die Aktienmärkte. Die Daten aus China sind ja nicht mehr so toll. Das ist vielleicht doch ein wichtiger Punkt. Übergeordnet, mittel- bis längerfristig. China ist scheinbar ein bisschen früher dran. Sie kamen früher aus der ganzen Corona-Geschichte raus, sind aber jetzt schon wieder so ein bisschen, naja, nicht mehr so dynamisch wie eben einige Zeit davor. Das könnte ein wichtiger übergeordneter Punkt sein, aber vielleicht werden wir jetzt eben erstmal diese neue Allzeithoch sehen, wenn vor allem der S&P, der Leitindex, jetzt diesen Ausbruch schafft.
Dann werden die Aktien ein bisschen teurer, dann dürfen die Stimulus-Amerikaner dann die etwas teureren Aktien kaufen und die Institutionellen werden sich dann vielleicht überlegen, dass sie das eine oder andere dann an die Privatinvestoren verkaufen. Das wird die entscheidende Frage sein. Sind diese Anstiege nachhaltig? Wird die Wirtschaftsentwicklung überschätzt? Vermutlich, wir werden sicherlich einen Sugar Rush sehen, aber wie nachhaltig ist das, wird das alles wieder dann so ein bisschen sich relativieren. Einiges spricht dafür, aber wir werden sehen. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag und die Charts von GameStop, die waren von Capital.com. Nicht, dass ich das vergesse zu sagen. Also Servus und Ciao.